Beides gehört eigentlich zum Bereich Machine Learning. Data Science ist eher auf bestehenden, strukturierten oder semi-strukturierten Daten versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen, Zusammenhänge zu entdecken und Vorhersagen zu machen. Predictive Analytics ist da auch so ein Schlagwort, was häufig genutzt wird. KI ist eher so der Bereich, jetzt geht es irgendwie Richtung Intelligenz, Richtung Analyse und Verstehen, insbesondere wenn die Daten nicht strukturiert sind. Bilder, Videos, Ton sind so klassische Aspekte. Und dann auch zu verstehen, was steht denn in diesem Text so drin. NLP als Stichwort hier. Ich glaube, viele deutsche Firmen wissen, dass sie was tun müssen, aber nur wenige können es tatsächlich. Es ist viel Aktionismus mit im Spiel, viel wir müssen mal was mit KI machen, aber tatsächlich verstanden, was das bedeutet und was das für nächste Schritte nach sich zieht, haben, glaube ich, relativ wenig. Also vereinfacht gesagt, man braucht man natürlich irgendwelche Daten, auf denen man analysieren kann. Und der andere Teil ist dann der Teil, ich brauche irgendeine Idee, irgendeinen Business Case. Warum will ich das denn machen? Es ist ja nicht zum Selbstzweck. Und ich glaube, da scheitert es bei vielen Unternehmen zurzeit dran, besonders den Business Case zu haben. Meistens liegt der Fokus zu sehr auf dem Modell. Das heißt, die Data Scientists setzen sich hin, versuchen irgendwelche Daten zu bekommen, was häufig schon herausfordernd genug ist, und versuchen dann, diese Daten noch zu analysieren. Dann sieht man, Modell wird verbessert, es gibt Metriken, um ein Modell zu bewerten, und die werden immer und immer besser, aber man hat nie verprobt, interessiert es einen Nutzer? Sind die Bewertungen, die ich mache, oder die Recommendations, die ich mache, zum Beispiel für einen Kunden, sind die tatsächlich relevant oder empfehle ich zum 5. Mal den Kühlschrank? Das sind so Sachen, da fehlt es tatsächlich. Also als erstes tatsächlich sich zu überlegen, was erhoffe ich mir denn von KI? Was erhoffe ich mir vom Thema Data Science? Was will ich damit erreichen? Welches Problem will ich lösen? Welches zusätzliche Produkt möchte ich gegebenenfalls anbieten? Das sind die ersten Fragen. Dann als nächste Frage ist die, okay, das möchte ich machen. Welche Daten brauche ich denn dafür? Was für Daten habe ich denn schon? Welche Daten kann ich gegebenenfalls noch zusätzlich bekommen? Und dann geht es daraus, okay, gibt es vielleicht schon Lösungen am Markt, die ich dafür verwenden kann? Produkte, die ich verwenden kann? Oder gibt es Services, zum Beispiel von Cloud-Anbietern, die ich dafür nutzen kann? Und daraus lässt sich dann eine Lösung bauen, ohne dass man direkt ein riesen Sammelsurium von Technikern aufbauen muss mit 10, 15 Leuten, um ein Produkt aufzubauen. Ich selbst bin gar kein Data Scientist, sondern eher Engineering-mäßig, also nicht irgendwie einen mathematischen Background oder so. Deswegen habe ich sehr stark den Fokus darauf, was für Techniken gibt es denn und Infrastruktur gibt es denn, um diesen ganzen Prozess von ich habe Daten, ich trainiere Modelle, ich stelle irgendein Produkt bereit und ich kriege es auch hin, die Erkenntnisse aus diesen Modellen und Vorhersagen wieder zurückzuspielen. Und da gibt es zurzeit sehr, sehr viele Ansätze, Lösungen, Produktideen, Tools im Open-Source-Bereich. Das ist extrem spannend, das zu verfolgen, und ich glaube, das führt dahin, dass es am Ende die Fertigungstiefe verringert, dass Unternehmen einfacher tatsächlich ihre Daten nutzen können. Aber zurzeit ist der Markt noch sehr groß, es ist noch sehr verstreut. Ich bin gespannt, wie er sich konsolidiert. Also sicherlich sollte nicht jeder in der Lage sein, ein Modell zu trainieren oder ein Modell in Produktion zu bringen oder ein datengetriebenes Produkt zu bauen. Aber ich glaube, insgesamt wäre es hilfreich, wenn es eine realistische Einschätzung gäbe, was KI denn tun kann und was es nicht tun kann und was es für Voraussetzungen gibt. Aktuell ist ein sehr großer Hype um das Thema entstanden, also auch aus der Politik, aus der Gesellschaft. Jeder denkt, KI, das ist das, was uns unsere Probleme löst oder uns vor ganz große Herausforderungen stellt. Und ich glaube, wenn Leute verstehen würden, dass KI nicht irgendein System ist, das schütte ich Daten rein und dann kriege ich meine Ergebnisse, ich glaube, das wird schon sehr viel helfen.